ist das Mathematikstudium tatsächlich so unglaublich schwierig? Ich würde sagen, probier's doch gerne mal selber aus. In diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du kostenlos und gemütlich von zu Hause in das erste Semester eines Mathematikstudiums reinschnuppern kannst. Servus, mein Name ist Elisabeth, ich habe technische Mathematik studiert. Ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich in der ersten Uniwoche war, weil ich einfach noch gar keine richtige Ahnung hatte, was tatsächlich auf mich zukommen wird. Deswegen möchte ich dir mit diesem Video die Möglichkeit geben, einfach mal ins Mathematikstudium reinzuschnuppern und dir einige Vorlesungen und Übungen aus dem ersten Semester anzusehen. Kurz, was passiert im ersten Semester eines Mathematikstudiums? Ganz klassisch hat man im ersten Semester zwei große Vorlesungen, die man besucht. Einerseits die Analysis-Vorlesung und andererseits eine Vorlesung zu linearer Algebra. In der Vorlesung hörst du Stoff, ungefähr so wie in der Schule. Ich hatte im ersten Semester 4 bis 6 Einheiten lineare Algebra und durchschnittlich 5 Einheiten Analysis jede Woche. Um Mathematik richtig zu verstehen, muss man selber damit arbeiten, man muss üben, man muss Dinge ausprobieren. Jeweils zu Analysis und zu Algebra gibt es dann wöchentlich einen Übungszettel mit Übungen, die zum besprochenen Stoff der Vorlesung passen. Hier unterscheidet sich das Mathematikstudium bereits deutlich von dem, was man von der Schule kennt. In der Schule erhält man immer ein Rezept und man weiß im Prinzip, wie man Aufgaben eines gewissen Typs zu lösen hat. Übungen im Mathematikstudium erfordern sehr viel Eigeninitiative, sehr viel Kreativität und du wirst im ersten Moment meistens nicht wissen, wie du die Übung zu lösen hast. Wahrscheinlich wirst du im ersten Moment nicht mal die Angabe verstehen, das kommt vor. Das ist normal. Übungen sind wirklich dazu da, dass du mathematisch vorwärts kommst, dass du dich intensiv und selbstständig mit mathematischen Themen beschäftigst. Im Mathematikstudium erlernt man außerdem das Programmieren und damit beginnt man in den meisten Fällen auch gleich im ersten Semester. In meinem Fall hatte ich eine Vorlesung, in der man sich mit der C++-Programmierung auseinandergesetzt hat. Auch hier gab es Übungen zu erledigen, aber bei Programmieren hat man meistens für jedes Übungsblatt 2 Wochen Zeit. Das Schöne ist, wir sind hier auf YouTube und es gibt auch Professoren, die ihre Vorlesungen auf YouTube zur Verfügung stellen. Ich habe dir hier eine Vorlesung zu Analysis und eine Vorlesung zu Algebra rausgesucht. Das sind ganze Playlisten und du kannst dir der Reihe nach die Vorlesungen ansehen. Des Weiteren habe ich dir das passende Skriptum zu den jeweiligen Vorlesungen in der Infobox verlinkt. Würdest du jetzt an der ersten Woche im Mathematikstudium teilnehmen, dann würdest du jeweils 2 Videos pro Vorlesung sehen. Das heißt 2 Analysis und 2 Algebra-Videos. Dann habe ich dir Übungsblätter für die erste Woche rausgesucht. Auch die sind unten in der Infobox verlinkt. Und dann kannst du dir gerne dieses Übungsblatt mal ansehen und einfach probieren, diese Übungen zu lösen. Kleiner Funfact hier am Rande, die lineare Algebra-Vorlesung von Manuel Kauers, die ich auf YouTube hier entdeckt habe, das ist genau die Vorlesung, die ich im ersten Semester besuchen durfte. Finde ich super, dass lineare Algebra auch auf YouTube vertreten ist. Wenn du all in gehen möchtest, dann kannst du dir auch die Vorlesung zur C++-Programmierung ansehen. Die allererste Aufgabe für die C++-Programmierung ist, zuerst einmal die Programmierumgebung zum Laufen zu bringen und dann Hello World auszugeben. Ich hoffe, du kannst einen guten Einblick in das erste Semester, in die allererste Uniwoche im Mathematikstudium gewinnen. Und wie gesagt, wenn es dich interessiert, dann ist die gesamte Playlist mit allen Vorlesungen des gesamten Semesters unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus und bis bald!